Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Es liegt Romantik und Salzwasser in der Luft, denn Titanic wurde dieses Jahr 25 Jahre alt und passend zum Valentinstag 2023 läuft dieser Film aktuell wieder in den Kinos und das ist Grund genug für uns, ihn uns noch einmal anzusehen und darüber zu reden, ob es denn wirklich der Klassiker ist oder ob da vielleicht doch ein bisschen weniger dran ist. Und mit wir meine ich einmal von der MS Wien, die liebe Katharina. Hallo Katharina. Hi. Und frisch vom Paddelboot hergepaddelt, die Theresia. Hallo Theresia. Servus. Theresia, wir zwei Hübschen, wir haben hier eine Besonderheit oder wir haben einen Makel, so würde es Kathi ausdrücken, denn wir beide sind alt. Ja. Wir haben Titanic anno 97 im Kino gesehen und waren jetzt tatsächlich am Wochenende wieder im Kino, um diesen Film zu schauen. Die liebe Katharina hingegen hat den Film, berichtige mich, wenn ich falsch liege, VOD gesehen kürzlich, oder? Ja, genau. Also, ich 97 bin ich halt nicht mehr für Nullsuppen dahergeschwommen. Also, nochmal zur Korrektur, wir haben ihn 98 gesehen, weil 25 ist dann, oder? Es war 98. Ja, was auch immer. Ja, er ist von 97 ja. Und er kam früher 98 raus. Was auch immer, 97, 98, da war ich bei beiden Jahren noch nicht auf der Welt, das ist wurscht. Und es waren beides sehr schöne Jahre. Ja, für mich auch, glaub mir. Und ich habe ihn jetzt vor einem Monat circa, ja, auf das erste Mal auf VOD zu Hause gesehen, ja. Ich schiebe mir meine kleine Cross-Promotion ein. Und zwar, die liebe Kathi war bei Movie Break bei den Movie Virgins zu Gast und hat da wirklich ausführlich über ihr erstes Mal Titanic geredet. Kann ich euch nur empfehlen. Da redet sie mit meinem guten Kollegen und Freund Kühne über den Film und er wird sie vermutlich öfters zu Wort kommen lassen als Theresia und ich sie jetzt hier. Und damit sei schon mal verraten, dass Theresia und ich dem Film durchaus zugetan sind. Katharina aber nicht so sehr. Ja. Bevor wir darüber reden, warum das so ist, wobei es mich nicht interessiert, ja, überlege ich gerade, was ich jetzt tun soll, denn so eine richtige Synopsis bringt uns jetzt nicht weiter, denn ich glaube tatsächlich, Titanic ist ein Film, da weiß man einfach, worum es geht. Und ich meine nicht nur das Schiffsunglück. Dieser Film ist, glaube ich, so bekannt und ist halt, war so erfolgreich, dass jeder, glaube ich, weiß, was in diesem Film passiert, auch wenn man nicht gesehen hat. Katharina, sei ehrlich, als du Titanic angefangen hast zu gucken, wusstest du schon, was auf dich zukommt, inhaltlich? Ja, also so zu 99,9% schon diese ganze Rahmenhandlung, ich wusste nicht, dass die so präsent ist am Anfang, also dass sie da nochmal irgendwie die Titanic da ausgraben, also bergen, was auch immer. Aber ja, also man weiß Schiff Eisberg oder weiß Jack Rose und mehr hat er für mich nicht zu bieten. Also storymäßig. Okay. Theresia. Ja. Als du jetzt am Wochenende Titanic wiedergesehen hast, war es wie, als ob man einen alten Freund wieder trifft oder war es quasi eine Neuentdeckung nochmal dieses Films für dich? Nee, Neuentdeckung war es nicht. Es war wirklich, ich habe den Film jetzt lange Zeit nicht gesehen. Also ich muss ja sagen, ich habe damals den Film, das war so der erste Kinofilm, den ich groß im Kino angeschaut habe mit Freunden und so weiter. Also von daher war das schon nochmal jetzt ein Highlight für mich, den jetzt nochmal so remastered auf großer Leinwand zu sehen. Ich habe ihn sogar in 3D gesehen, weil es ihn bei uns nur in 3D gab. Aber ich habe, es war schön, ihn wieder zu sehen, aber ich kannte halt viele Szenen noch aus dem Film. Manches ist mir jetzt halt, ein paar Sachen sind mir jetzt mehr aufgefallen als früher, aber gut, das macht ja auch dann, machen ja auch die Jahre, aber ja, es war schön, den nochmals auf großer Leinwand zu sehen. Ich habe den jetzt wirklich bestimmt 10, 15 Jahre nicht gesehen. Von daher war das schöne Jahre gewesen sein. Von daher war das echt toll, den im Kino nochmal zu sehen. Hm. Was mir halt aufgefallen ist, jetzt bei meiner erneuten Sichtung, ich habe ihn, also 98 im Kino geguckt und ich glaube dann 10, 12 Jahre später irgendwann mal im Fernsehen oder so. Und es war für mich wirklich wie so eine Neuentdeckung. Also ich hatte natürlich ein paar Sachen noch im Kopf, so ikonische Momente und Szenen und bruchstückhafte Erinnerungen. Aber was ich zum Beispiel gar nicht mehr wusste, ist halt wirklich, dass der Film relativ, ich möchte das relativ unterstreichen, relativ lange in der Gegenwart erstmal ist. Ja, das ist das, was ich gemeint habe. Das hat mich auch gewundert, dass der so ewig am Anfang da. Also ewig würde ich jetzt nicht sagen, das kam mir dann nicht so lang vor. Ich fand diese Szenerie oder diese Momente, wenn wir da abtauchen mit diesem Roboter und wirklich dieses, ich glaube, es war wirklich das echte Wrack. Ja, die waren, glaube ich, wirklich, die sind, glaube ich, wirklich darunter getaucht und haben das echte Wrack gefilmt. Ja.
Und das hat etwas sehr Gespenstisches. Also es gibt so Einstellungen, wo man diesen kleinen Tauchroboter sieht und weil halt alles von Wasser umgeben ist, merkt man gar nicht, dass man unter Wasser ist. Es sieht so ein bisschen aus, als würde der schweben. Das hat was sehr Gespenstisches, was sehr Mysteriöses, was sehr Unheilvolles. Und ich fand es schön, wie es für mich funktioniert hat, weil jeder weiß, wie es enden wird. Der Film heißt Titanic. Ne? Das ist ungefähr genauso, als wenn man einen Film macht, der heißt Pompeji. Man weiß einfach, was da passiert ist. Aber es erhöht doch mal so diese unheilvolle Spannung. Diese Gewissheit, du kommst dieser Katastrophe gar nicht davon. Es wird passieren. Ja, ich möchte ganz kurz was dazu sagen. Ich möchte eine ganz wichtige Unterscheidung bei meinem, bei alles, was ich mit diesem Film jetzt sagen werde, machen. Nämlich einerseits alles, was so diesen Film storytechnisch betrifft und alles, was den Film so handwerklich betrifft. Weil alles, was diesen Film handwerklich betrifft, da ziehe ich echt meinen Hut davor. Und das funktioniert auch noch 25 Jahre später auch im VOD, also zu Hause, absolut noch perfekt. Ich finde auch diese Unterwassersequenz am Anfang, die haben so was ganz Komisches, Beruhigendes an sich, obwohl man weiß, dass da dieses Schiff untergeht. Die haben so eine ganz eigene Stimme und einen ganz eigenen Vibe, der dazu mitschwingt. Und wenn sie später hier dazu kommen, aber auch der Untergang und alles, was auf handwerklicher Ebene in diesem Film passiert, da vor sich echt meinen Hut, das finde ich echt, echt gelungen. Gut, dann kann jetzt okay. Nein, ich habe noch mehr zu sagen. Den Rest müsst ihr gar nicht mehr sagen. Nee, es ist halt wirklich so, also das versetzt mich nur gold so eine Stimmung. Bei mir ist es halt dann wirklich so, also ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viel vorgreife, wenn es dann wirklich an die Geschichte zu erzählen geht, also wenn dann eben da die gealtete Kate da ist und dann halt so ihr Ding erzählt, wo am Anfang noch der eine Wissenschaftler halt so erklärt, wie dieser Untergang passiert ist, dass ja, die sich da nicht vor... Ja, genau das. Das verstehe ich nicht. Warte kurz. Darf ich kurz noch aussprechen? Ja, ja, mach. Das war das wo es mir dann so nahe ging, weil der hat es recht technisch alles halt so erklärt, was passiert ist und so alles belanglos. Aber sie war dann so, die sagt, naja, danke für diese Erklärung, aber für jemanden, der halt dabei war, hat sich das halt ganz anders angefühlt. Und, genau diese Szene nimmt alles an Spannung raus, was am Ende noch, also, nee, finde ich überhaupt nicht. Ich finde schon, nee. Weil er ganz genau erklärt, wie sich dieses Schiff dann aufstellt und alles, dass das nimmt am Schluss so viel raus, weil man weiß, was passiert, also, nee, klar, man weiß, dass das Schiff untergeht, aber ich hätte jetzt nicht aus dem FF den Hergang sagen können, wie dieses Schiff untergeht. Ich hätte nicht sagen können, klar, dass es den Eisberg streift, dass sich alles mit Wasser füllt, klar, so weit kommt man, aber ich hätte nicht sagen können, es ist nur aus dem Gedächtnis, dass sich die Titanic aufstellt und so dann untergeht. Und das nimmt so viel raus, dass er am Anfang einem erklärt, wie genau das passiert, weil es dann am Schluss einfach völlig egal ist, dass es nochmal passiert, aber du weißt es schon. Nee, aber das ist es genau andersrum. Also dadurch, dass der das so technisch erklärt und so wissenschaftlich, und sie hat dann gesagt, naja, also es ist ja der Unterschied, also, weil sie hat es ja erlebt. Und wenn du das erlebst, ist das schon halt nun mal ganz was anderes. Und ich finde eher im Gegenteil, du wirst halt jetzt halt, du hast jetzt diese technische Seite gehört und was halt die Wissenschaftler rausgefunden haben. Und jetzt geht halt quasi ihre Erinnerungen los und dann fieberst du da schon nochmal, finde ich, anders mit. Und das hat mich jetzt überhaupt nicht gestört, weder damals noch heute, dass ich jetzt davor schon erklärt kriege, wie dann die Titanic sinken wird. Also das macht für mich den Film nicht kaputt. Überhaupt nicht. Das finde ich absolut. Also ich finde das absolut grausig, dass ich am Anfang genau gesagt bekomme, was am Ende vom Film, wie genau das passieren wird. Das nimmt so viel weg von dem, was am Schluss auch handwerklich und alles ja echt gut ausschaut und echt eigentlich Spannung erzeugt, wie dieses Schiff untergeht und was auch echt hart ist, wie diese Leute dann an dieser Reling-Hellung da runterfallen und ins Wasser stürzen und so. Und was ich sage, handwerklich echt eine Meisterleistung ist, aber dass ich weiß, dass es passiert, dass ich weiß, dass sich dieses Schiff jetzt aufstellt, das nimmt am Schluss so viel weg, weil das die Leute logischerweise am Schiff nicht wissen, aber ich sitze schon mit dem Wissen da, was ist passiert. Und das nimmt das so viel vorweg, das hat mich so gestört, wie ich das geschaut habe, dass ich gewusst habe, dass es genau jetzt so passiert, weil, ja gut, alles drumherum weiß man natürlich nicht, wie es dazu kam und so, aber genau dieser Untergang, das, was wirklich dieses beeindruckende Ding am Schluss ist, das nimmt vollkommen alles an Spannung raus. Einfach nur mit dem Wissen, es wird sich aufstellen, es wird genauso passieren, weil ich es vor 2,5 Stunden oder vor 2 Stunden erklärt bekommen habe. Nee, also wie gesagt, ich habe schon gesagt, sehe ich komplett anders.
Aber du darfst auch mal. Es ist ein Unterschied, ob man dir sagt, wie die Mona Lisa aussieht oder ob du davor stehst und sie selbst siehst. Ja, aber du siehst trotzdem diese Computeranimation schon. Also erzählst du nicht nur, du siehst es ja auch. Nee, schon. Aber wirklich, also da bin ich auch voll bei Theresia. Und das werde ich heute, glaube ich, im Rest des Casts auch sein. ich fand das nicht störend. Vor allem, es ist einfach eine sehr kurze Sequenz. Es ist halt einfach die Perspektive von diesem einen Typen, der ja auch sehr skeptisch ist, was die Echtheit, sage ich mal, dieser Rose betrifft. Und das wird sehr mechanisch, sehr technisch abgehandelt. Und du hast da eine andere Perspektive. Weil wenn es dann am Schluss passiert, bist du ja quasi mit auf dieser Titanic drauf. Du siehst, da geht es ja um Menschenleben. Mhm. Das ist ja das, was die alte Rose ja ihm zu verstehen gibt. So, ja, wenn man dabei war, ist es was anderes. Und das trifft ja auch eins zu eins auf diese Erzählung von ihm. Ja, du siehst halt am Schluss ja. Natürlich, ich sage natürlich. Mhm. Natürlich sagt er da, dass die Titanic sich aufbäumt und dass da der Schornstein und die Schornsteine fallen. Ja, genau. Aber das ist absolut unwichtig. Das kann er gerne machen. Ich bin auch kein Fan davon, dass man sagt, man muss immer alles im Dunkeln lassen. Das ist einfach die Art der Erzählung, die gewählt worden ist. Und für mich hat das wirklich erstaunlich gut funktioniert, weil ich wusste gar nicht mehr, dass diese Szene vorkommt. Es hat mich null gestört. Ja, du siehst halt einfach am Schluss diese. Also das, wo jetzt auch in der Animation, wo der zeigt, nicht rüberkommt, welche Größe das ist. Also wie groß dieses Schiff ist und was das bedeutet, dass quasi sich das Heck so hebt und dann diese, wenn das Heck dann wieder zurückfällt, was das halt für eine, das ist nicht einfach so, es fällt ein Stift ins Wasser, das ist ein tonnenschweres Teil. Und ich finde, es macht schon mal ganz was anderes, wenn du dann eben diese Dimension und diese Größe von diesem Untergang dann wirklich gezeigt bekommst. Und dann hast du an dieser Stelle diese Animation von vorher schon wieder komplett vergessen. Das finde ich nicht, aber gut, wir werden es da wahrscheinlich. Wir werden uns da nicht einig. 2-1, Team Titanic gewinnt. Dann kommen wir mal zur, ich nenne es mal, ersten Hälfte. So, der Anfang ist für mich ein Prolog und danach kommt da diese Geschichte, ich würde sie einmal abhandeln als so die Vorstellung. Wir lernen Rose DeWitt Buchater. Ich wusste, sie wusste so heißt. Und Jack Dawson lernen wir kennen. Das kriegst du hin, wenn du Jack Dawson schaffst. Dann mach's halt alleine. Wie heißt der Verlobte? Nein, jetzt will ich nicht mehr. Ja, Theresia, wir sind so weit. Können wir es an uns reißen hier. Also wir lernen Rose und Jack kennen. Und ich muss ja sagen, es ist so meine Art vom schwarzen Humor, dass ich es irgendwie lustig finde, dass er die Karten, also die Schiffskarten beim Kartenspielen gewinnt. Ich dachte mir so, glaub mir, das war kein glückliches Blatt. Ja, denke ich mir dann im Nachgang, aber das ist auch immer in dem Moment angedacht, die freuen sich jetzt wie Bolle, dass die jetzt so die Karten gucken, aber ich denke mal, ja, scheiße, Bull. Ja. Und zu Beginn des Films gibt es etwas, wo ich sagen muss, das ist ein Kritikpunkt, also ein Punkt an dem Film, der mir auch missfällt. Und zwar gibt es immer mal wieder, nicht so häufig, wie ich in Erinnerung hatte, aber immer mal wieder Off-Kommentare der alten Rose. Und die erzählt halt, wer ist, das ist so gut und schön, und erzählt halt auch oder erklärt auch, wie sie sich fühlt. Also die junge Rose fühlt sich unwohl, weil sie halt eben reingezwängt wird in diese, ja, in diese Gesellschaftsklasse, nenne ich mal. Also Neureich oder Neuvermögen, glaube ich, war es. Das ist alles gut und schön. Ich finde aber, dass diese Erklärungen nicht notwendig gewesen wären, weil alles, was sie sagt, sieht man auch. Das ist so klassisches Show, Don't Tell mit Füßen getreten. Das fand ich tatsächlich schade. Ja, mich stören die Kommentare jetzt halt nicht. Und gut, ich weiß jetzt heute im Laufe des Films, dass ihr das alles widerstrebt, aber vielleicht ist es für manche Leute notwendig, dass sie heute diesen Kontext noch erfahren, weil sie es vielleicht wirklich vom Bild her nicht so deuten können. Das kann ja sein. Also man könnte da ja, also sagen wir so, die Rose an sich hat, also sie hat ja echt keinen Bock auf dieses ganze Leben, sie hat keinen Bock auf ihren Verlobten und es geht ihr da halt echt, echt beschissen. Und das sind auch Themen, die das aufgemacht haben, wie dass sie da anscheinend einfach zwangsverheiratet wird oder so, weil ihre Familie halt einfach kein Geld mehr hat. Und da hätte man vielleicht mit den Off-Kommentaren da mehr Kontext dazu geben können, weil das ist schon einfach nicht Themen sind, die man nicht einfach so nebenbei einstreuen sollte, einfach fallen lassen sollte, weil das halt doch irgendwie wichtige Themen sind, über die man auch reden sollte. Aber dann einfach nur mit den Off-Kommentaren zu erklären, was ich gerade sehe, ist halt, da bin ich bei dir, das brauche ich auch nicht.
Das fühlt sich irgendwie gerade so falsch an. Ja, finde ich auch. Ich hab nicht, dass ich diesen Satz heute sage. Aber, ja. Aber ich sag's gleich vorweg, das ist einer der wenigen Kritikpunkte, die ich habe. Denn ansonsten war ich tatsächlich überrascht, wie gut der mir gefallen hat in Gänze. Wie viele Sachen für mich funktioniert haben. Ich bin auch nicht der romantischste Typ. Ich bin auch nicht der größte Fan von Romanzen oder von Kitsch. Aber ich mochte den Kitsch in Titanic. Ich sage nicht, dass es das Highlight des Films ist. Das passiert dann eher nach 90 Minuten, wenn der Kahn dann anfängt zu sinken. Aber ich habe durchaus die Romanze in Titanic genossen. Mhm. Gibt es bessere? Auf jeden Fall. Gibt es schlechtere? Aber weitaus schlechtere. Ich finde diese Romanze zwischen Jack und Rose, gespielt von Kate Winslet und DiCaprio, sollte klar sein, funktionell. Im guten Sinne funktionell. Ja, da kommt also, mir das, was ich vorher gesagt habe, sorry, dass ich es handwerklich absolut genial finde. Also, dass Leonardo DiCaprio schauspielern kann, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Das ist absolut, also wie er das spürt, auch wie Kate Winslet das spürt, das ist eine absolute Meisterleistung. Das ist echt, echt gut. Bei mir ist es halt einfach wirklich diese Story. Also dieses Kennenlernen, dieses Hanebüchene hin und her, das ist ja funktionell, ja, gut. Also würde ich jetzt abschließen. Ich würde nicht behaupten, dass das in Anführungszeichen, das ist wirklich in Anführungszeichen, dicken aus Anführungszeichen, eine realistische Liebesgeschichte ist. Ja, ja? Nein, das auf gar keinen Fall. Und auch so. Aber es ist eine schwärmerische. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Das ist eine Geschichte, die macht sich keine Gedanken auf das Morgen, weil, Überraschung, 50% der Bayern hat keinen Morgen. Aber das muss es auch nicht. Ja, das ist so eine bedingungslose Liebesgeschichte. Film hat diese Bedingungslosigkeit. Vor allem eine Liebesgeschichte, die nur auf diesem Boot auch funktioniert. Also alles, ja, was danach, auch das Leben danach, ist ja Romantik. Ja. Das war halt das Spontane. Ich meine, das ist halt, klar, wahrscheinlich, wenn die jetzt nachher gemeinsam an Bord gegangen wäre, hätte es halt irgendwann vielleicht nicht mehr funktioniert, weil man sich dann erstmal richtig kennenlernt. Und das haben die alles nicht geschafft. Aber in dem Moment glaube ich... Ja, aber Romantik ist ja nicht, sag mal, welche Steuerklasse du eigentlich, ne? Genau. Es geht ja einfach darum, dass die halt da jemanden kennengelernt hat, der halt so tickt wie sie und der halt ihr zeigt, dass es halt viel besser ist, so freier zu leben, als das, was sie halt jetzt da eingezwängt ist in diese Klassengeschichte und so weiter. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Er verkörpert halt so eine Freiheit, die sie nicht hat, aber er ist nicht das, was sie eigentlich... Also, das... Nein. Sie beneidet ihn um diese Freiheit, um dieses Leben, das er führt. Aber es ist für sie so eine romantisierte Vorstellung halt von diesem freien Leben. Sie hat ja auch keine Ahnung, was es eigentlich für bedeutet, sich da irgendwie als armer Schlucker irgendwo durchzuschlagen oder so. Das ist auch nur so eine romantisierte Vorstellung von Freiheit, die sie durch ihn bekommt, aber nichts, was ja auch irgendwie in der Art realistisch wäre. Ja, natürlich, das ist ja das. Wie wäre es eben, wenn es jetzt weitergegangen wäre und wenn die dann wirklich da gemeinsam irgendwo sich erstmal für irgendwie eine Bude suchen müssten und so weiter und wenn sie ja halt dann halt eben so leben müsste, wie es er macht. Das ist dann immer noch was anderes. Aber wie gesagt, soweit jetzt ist halt einfach nur so dieses Schwärmerische, zieht sie halt nur das Positive. Ja, also dass es keine Romanze ist, die, wie gesagt, realistisch ist, ist klar. Die ist komplett schwärmerisch, die ist komplett, wenn man so will, blauäugig. Und natürlich gibt es keine Garantie, dass die irgendwann in 30 Jahren, wenn es dann nicht diesen kleinen Unfall da gäbe mit dem Eisbär. Nein, eher mit der Tür, weil, aber ja. Ja, die über die Tür reden wir dann gleich. Ja, okay. Ja. Gerne reden. Also die Romantik ist für mich nicht das Stärkste am Film, aber sie funktioniert. Mhm. Sie wird getragen von den beiden Darstellern. Ich hatte komplett vergessen, wie unglaublich gut Kate Winslet das spielt. Ja. Klar, DiCaprio ist auch toll, aber ich finde, sie ist der MVP des Films, darstellerisch. Auch toll fand ich Billy Zane als ihren Verlobten, weil der ist halt einfach nur so ein Kotzbrocken. Ja, auch so eine Klischeefigur hoch 10. Von Anfang an, du siehst es ihm an, schon allein, wenn er da aussteigt und diese geschleckten Haare, du denkst da, was für ein Arsch. Ja, auch hart toxisch hat alles. Ja. Aber das hilft halt dabei, dass man auch besser versteht, warum sie keinen Bock auf diese ganze Gesellschaft hat. Ja, ich meine, auch ihre Mutter ist ja ganz schlimm. Eigentlich ist ihre Mutter noch mit die Schlimmste, wie ich finde. Ja.
Ne? Weil Cal ist nur ein Arschloch. Ihre Mutter ist diejenige, die sie zwingt, diesen Arschloch zu lieb zu haben. Mhm. Also die coolste Figur, noch die einzige, die ich wirklich einigermaßen lieb so fand, ist die, ich weiß nicht, wie sie... Molly Brown. Ja, genau. Die dann den Jack unter die Fittiche nimmt, wenn er da zum ersten Mal zum Essen geht und so einen Anzug besorgt und so. Sie ist einfach echt eine coole Person. Ja, aber sie ist halt auch quasi so neureich und so quasi hat da nichts verloren. Also die ist ja auch so eine Ausgestoßene. Genau. Und sie war echt die einzige Person, mit der ich so ein bisschen connecten konnte, weil ich finde, sie hat erstaunlich viel Charaktertiefe dafür, wie kurzzeitig vorkommt. Und sie mochte ich echt. Sie war echt eine coole Person. Ja. Also die ist mir, war mir sympathisch. Ganzen Figuren, die sich auf der Titanic tummeln, sind relativ funktionell. Also auch diese Molly Brown, der würde ich jetzt auch keine richtige Tiefe zusprechen. Die wirkt halt zumindest erfrischend, weil sie halt von diesen ganzen reichen Herrschaften jemand ist. Also oder eine Dame ist, die ja auch mal mit anpackt. Da merkt man noch dieses, ohne es jetzt böse zu meinen, dieses Bäuerliche. Sie ist ja neureich und hat ja irgendwie, nur weil ihr Ehemann mal Geld gefunden hat oder Gold gefunden hat, irgendwie sowas. Das ist schon auch ganz amüsant, wie sich so einfach so ungefragt so da reinquetscht. Aber insgesamt muss ich sagen, Titanic wird, glaube ich, ist nicht in die Annalen der Filmgeschichte dafür eingegangen, dass da vielschichtige Figuren sich auf diesem Boot tummeln. Das kann man ja sagen. Ne? Muss es aber auch nicht. Mein zweiter Kritikpunkt. Und dann war es das auch von meiner Seite, was Kritikpunkte angeht. Und ich glaube, da ist Katharina vielleicht noch, ich glaube, dass Katharina die Gewichtung dieses Kritikpunkts noch größer bei ihr ist als bei mir. Ich muss sagen, in der ersten Hälfte hat er ein paar Längen. Keine Längen, wo ich dann im Kino saß und dachte, er schießt mich, ich will hier raus. Und einfach, wo ich dachte, okay, wann wird es denn mal Eisberg? Ja, also. Aber ich bin auch ein Mann, ich darf das. Ich bin unromantisch. 3 Stunden ist halt schon heftig. Und vor allem, wenn nur circa 1,5 Stunden, weiß ich jetzt nicht ganz genau, diese 3 Stunden mit wirklich Eisberg und Untergang gefüllt sind, die anderen halt irgendwie dazu verwendet werden, eine Story, die man in 10 Minuten erzählen konnte, auf nochmal 1,5 Stunden aufzublasen. Ich verstehe schon, ja, man soll mit den Charakteren mitfühlen und was weiß ich, aber come on. Also 1,5 Stunden davor, hätte auch 1/2 Stunde gereicht, dann wird der Film nur 2 Stunden gehen, wird 1,5 Stunden Untergang und 1,5 Stunde, um diese Charaktere irgendwie kennenzulernen, hätte vollkommen gereicht und es wäre eine Stunde weniger Suffering für mich gewesen. Ja, ich sehe es gespalten. Also stimmt, also die Zeit davor, vor dem Untergang, könnte man kürzen, aber ich saß im Kino und mir kam es halt nicht vor wie 3 Stunden. Also ich saß jetzt nicht da und dachte mir, boah, jetzt mach hinne oder jetzt kann ich nicht mehr sitzen oder so. Aber ja, ich glaube, wenn sie da manche Szenen gekürzt hätten, hätte es jetzt auch nicht geschadet. Also alles das ganze Gegenwartzeug hätte ich halt nicht braucht. Und ich glaube tatsächlich, dass es ohne das Gegenwartsding auch gut funktioniert hätte. Aber ich finde nicht, dass es mich gestört hat. Ich finde, dass es mehr dazu beigetragen hat, weil du halt zu Beginn allein diese technische Sicht hast. Und ohne die Gegenwartssache gäbe es ein paar sehr famose Shots nicht. Es gibt zum Beispiel einen Shot, den ich unglaublich toll fand. Den hatte ich komplett vergessen. Wenn die Kamera auf das Auge der jungen Rose so zirkuliert ranzoomt und dann wird aus diesem jungen Auge das Auge der alten Rose. Das ist ein unglaublich toller Shot. Wunderschön gemacht. Wie gesagt, technisch kann man den Film überhaupt gar nichts ankreiden. Ja. Außerdem, hands down, ich mag Bill Paxton, Gott hab ihn selig. Also für Bill Paxton alleine gucke ich mir das gerne nochmal an. Ich mag halt auch diese Gegenwartsszenen, weil du halt da so, wenn du mal aufpasst, diese ganzen Sachen siehst, wie jetzt so den Handspiegel von der Kate, die Zeichnung, diese Zeichenmappe von Jack, diesen Schmetterlingsanhänger und die siehst du halt nachher im Film wieder. Also du kannst ja wirklich so ein Suchspiel machen, wann kommen jetzt die Sachen vor. Und ich finde es halt schon sehr nett gemacht, diese Detailverliebtheit. Ja, Suchspiel will ich jetzt nicht sagen, sie hauen dir die Sachen der Gegenwart schon richtig in die Fresse. Also das ist nicht so, dass du jetzt irgendwie im Hintergrund schauen musst, was du da entdeckst, sondern sie sagen schon ziemlich
so, hier ist es, das haben wir gefunden, ne? Ja, aber dass du es nachher in der Vergangenheit quasi wieder entdeckst. Ja, ja, auch. Also das ist auch nicht so, dass es hart versteckt ist. Naja, also da muss ich sagen, es ist so teils, teils. Manchmal zeigen sie schon dadurch mit dem Finger drauf, manchmal aber auch nicht. Also ja, das geht auch noch schlimmer. Was aber ich tatsächlich interessant fand, wie gut sie darin sind, dass so im Hintergrund so Figuren dir zu zeigen, wie zum Beispiel die Janet Goldstein, mit der Cameron Schnöpfer zusammengearbeitet hat und bei Aliens oder Terminator 2, die halt so eine irische Mama spielt mit so zwei Kindern. Und die siehst du immer mal wieder so im Hintergrund, die hat mal so kleinere Szenen, und aber es reicht aus dafür, um den größtmöglichen Effekt zu haben, wenn halt eben dann das Finale von ihr ansteht und ihren Kindern, dass es nochmal so ein richtiger Gut-Punch ist. Und das macht der relativ gut und häufig, dass er dir so Details zeigt, so, ich sag mal, im Nebenbeigehen. Also wenn Rose und Jack da irgendwie auf Deck flanieren, siehst du im Hintergrund große Kleinigkeiten. Und das, finde ich, ist erzählerisch wie inszenatorisch sehr gut gelöst. Du hast ja auch noch dieses Vater-Tochter-Gespann, wo der Vater so etwas rundliches Gesicht hat und die Tochter mit diesen mit den langen braunen Haaren, mit der auch Jack da mal tanzt da auf dieser Party da in der dritten Klasse und so weiter. Also das Mädel mit ihrem Vater siehst du auch, das siehst du auch am Anfang bei der Titanic, wo der Vater sagt, hier, das ist ein Boot, und dann sie, nee, das ist ein Schiff. Also die siehst du auch immer mal wieder. Was ich noch sagen wollte zu den Gegenwartsszenen. Also ich meine, ohne diese Szenen hätten wir halt diese Unterwasseraufnahmen nicht. Und ich verstehe schon, dass Cameron, wir wissen alle, mit seiner Technikaffinität und so, der wollte halt einfach wahrscheinlich flexen, dass er diese Aufnahme machen kann. Ja, unter Wasser. Und die schauen halt auch echt, echt gut aus. Ich mag auch diese Anfangsshot unter Wasser, wie du schon gemeint hast. Ich finde den auch richtig gut. Aber er, das Ganze bringt sich halt storymäßig jetzt nicht zu viel. Und der Film dauert dann halt doch 3 Stunden, ne? Da muss man dann abwägen, ist es das wert, ein bisschen zu flexen dafür, dass sich die Leute halt dann 3 Stunden im Kino sitzen. An alle Leute über 35 mit Flexen ist angeben. Ja. Ja. Aber angeben, flexen ist ja auch ganz schön, denn diese Titanic ist ja wirklich wow. Also das ist ja wirklich edel, was da abgeht, und es ist James Cameron, der achtet ja auch wirklich penibel auf kleinste Details, und ich glaube ihm wirklich, wenn er sagt, das ist so nachgebaut, wie es wirklich war. Ja. Es ist wirklich edel, und allein diese Vorstellung davon, wie pervers das auch allein ist, so dieses, wenn sie da diese Rettungsboote zeigen und dann so, ja, wir haben jetzt nicht alle Rettungsboote genommen, die wir machen konnten, weil sonst hätten wir ja gar keinen Platz mehr hier für die erste Klasse zum Planieren, ne? Und ich finde schon, dass es ist eine sehr klare Gesellschaftskritik, die natürlich ohne Frage mit dem Holzhammer kommt, aber sowas vom Holzhammer, dass an dem Film ist nichts subtil. Das muss man nicht sagen, nichts, wirklich gar nichts, muss es aber auch aber gar nicht. Aber es ist halt eine gelogen, weil es war halt tatsächlich so. Ja. Also die in der dritten Klasse, die waren halt nichts, und es war halt wirklich so, dass die halt quasi nicht raus durften, um zu den Rettungsbooten zu gelangen. Es wird ja wirklich halt, wie du sagst, mit dem Hammer gezeigt, aber es war halt tatsächlich, also, es ist halt nicht übertrieben. Ja, ich finde auch, dass der, also, wie gesagt, instantorisch, wie gesagt, finde ich den halt auch wirklich gut, auch wie sie am Anfang schon zeigen, wie sie dann von den Reichen bis dann über die Klasse zum Check, bis dann zu den Arbeiter hinten, unten noch in den Maschinenraum gehen, wie sie alles einmal so zeigen, und du wirklich so siehst, okay, die haben halt da das Leben, die Creme de la Creme, die können da alles haben, was sie wollen. Und dann wird's halt immer, und dann geht's so Richtung Check in seine, das ist der dritte Klasse oder so, wo dann halt 3, 4, 5, 6 Leute in einem so einem kleinen Raum schlafen, bis dann zu den Arbeitern unten, die halt unter, was weiß ich, für Bedienungen da irgendwie Kohle oder was auch immer in den Ding schaufeln, um dieses Schiff anzutreiben. Ja. Das ist schon echt gut. Und auch, wie sie dann beim Untergang, als erstes eben dieser Maschinenraum da mit Wasser füllen und die alle versuchen irgendwie raus, da hat man auch schon Angst, da hat man ein beklemmendes Gefühl, weil man da halt auch raus will. Mhm. Wie gesagt, instantorisch werfe ich dem Film auch gar nichts vor, das ist echt gut. Es ist halt wirklich nur diese Story, die mich halt absolut nervt und wo ich halt nicht verstehe, warum es 3 Stunden braucht, die zu erzählen. Ja. Das ist halt eigentlich mein größter Punkt, weil an sich, wie gesagt, Untergang und alles finde ich halt echt gut gemacht und ist auch echt hart bedrückend, was da passiert und wie das ausgegangen ist und wie die Leute sich verhalten haben, wie dass die Leute halt nicht zu den Rettungsbooten gelassen haben und was weiß ich. Aber das war mir dann irgendwann zu dem Zeitpunkt, wo das passiert, war ich schon so angenervt, dass es mir halt schon wieder fast egal war. Ja. Du hast dein Herz aus Stein. Ja. Was ich halt an der Song ist, also ich finde, also ich
ich mag diese Szene, wenn dann so die Titanic, also die sammeln ja dann nur mal irgendwelche Passagiere ein später und dann fahrt's halt los und dann, wo das so auch nochmal erklärt wird, so quasi, jetzt gibt's volle Fahrt, jetzt geht halt so die richtige Überfahrt los, jeder ist begeistert und du siehst halt diese Größe von diesem Schiff, diese Länge, diese Höhe, du freust dich eigentlich mit denen, also zumindest ging's mir so, ich freue mich quasi mit denen auf diese Überfahrt, obwohl ich weiß, wie es weitergeht. Ja, aber auch dieses vollkommen Unverständnis von dem, war das dann der Captain oder so? Oder irgendwer, der gemeint hat, sie sollen noch schneller fahren und er war so, ja, der Bootsbauer gewesen. Ja, genau, bin ich ganz sicher, ob das so smart ist, wenn wir das jetzt so machen. Dieses vollkommen Unverständnis, dann auch irgendwo denkst so, okay, es waren auch viele Kleinigkeiten, die da anscheinend absolut, wie gesagt, da müssen wir jetzt keinmal vertrauen, dass es wirklich so war, aber so viele Kleinigkeiten, die da zusammengespürt haben, dass es dann im Endeffekt so schief ging, die Rettungsboote, das Wetter, dass es Nacht war, dass sie eben so schnell gefahren sind, keine Ahnung, dieser Look oder auch den Eisberg dann gesehen haben, dass sind einfach so viele Kleinigkeiten zusammengespielt haben, dass dann wirklich halt so hart eine Katastrophe endet, wie es geendet ist. Ja, ich habe mal eine Doku dazu gesehen und es waren halt wirklich mehrere Sachen. Also es war halt, es wird halt in einem Film erwähnt, dass die Ferngläser nicht mehr gefunden haben, die halt für das Krähennest, die halt Ausschau halten sollen, nach Eisbergen nicht mehr aufgetaucht sind. Also die hatten keine Ferngläser mehr. Es war Nacht, die See war zu ruhig, du hast quasi nicht gesehen, dass sich Wellen an irgendwelchen Eisbergen oder irgendwie sonstiges brechen. Und ich glaube, die ganzen Nachrichten sind nicht angekommen, weil die Funker halt schon nicht beschäftigt waren, Nachrichten der ersten Klasse zu versenden. Weil das war, glaube ich, auch neu, dass das auf dem Schiff funktioniert. Dass die da Nachrichten verschicken durften und es wurde halt ausgiebig genutzt. Also es waren wirklich lauter Kleinigkeiten, die da halt zusammengespielt haben. Und natürlich auch dieses Thema, dass die Titanic halt viel zu schnell unterwegs war. Und dann konntest du halt dieses Riesenschiff nicht manövrieren. Das ist ja nicht so, dass du dann sagst, okay, ich schlage jetzt mal das Ruder ein bisschen nach links, ey, und dann fährt es sofort nach links. Das dauert halt einfach seine Zeit. Genau. Das waren wirklich lauter so Kleinigkeiten, die halt zu dieser Riesenkatastrophe geführt haben. Und natürlich auch nur die Tatsache, dass das Schiff halt diesen Eisberg nicht nur einfach mal frontal bloß getroffen hätte, sondern halt wirklich an der Seite und das halt wirklich auf eine ziemlich lange Länge halt so aufgeschlitzt worden ist und halt da ja, halt mehr aufgerissen worden ist. Das habe ich auch mal gelesen, dass der Winkel, mit dem sie den Eisberg gerammt, also sie haben nicht gerammt, sie haben mehr geschrammt, der war halt wirklich tödlich. Also wenn sie, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie die Zeitspanne war, aber hätten sie 2 Sekunden früher oder später reagiert, wäre es nicht so schlimm geworden. Sie wären, glaube ich, gesunken, aber wesentlich langsamer, weil ja irgendwie das nächste Schiff, glaube ich, gerade mal 4 Stunden von ihr entfernt war. Das war ja auch so das Problem. Vor allem, ich weiß auch nicht, ob das stimmt, das kam auch im Film nicht vor, aber ich habe irgendwo gelesen, dass einige Schiffe, die auch wohl zur Hilfe kommen sollten, wohl erst viel zu spät reagiert haben, weil sie gedacht haben, die Titanic, die gilt doch als unsinkbar. Weil das ist ja die Ironie dabei, dass die Titanic beworben wurde mit dem unsinkbaren Schiff und auf der Jungfernfahrt. Ich wiederhole, auf der Jungfernfahrt geht sie unter. Das war halt dieses Nonplusultra. Das war halt das Luxusschiff zu der damaligen Zeit und das Highlight-Ding. Aber es ist halt wirklich so, wie Mr. Andrew sagt, der Erbauer dieses Schiffs, der sagt, die ist aus Eisen. Eisen sinkt, also. Ja. Gut, die Vase hat halt, die Titanic hat es wenigstens ein bisschen geschafft, die Vase ist halt direkt damals im Hafen untergangen. Also, ja. Es ist. Das lag aber am größten Wahnsinn von König. Ja, das stimmt, aber trotzdem halt, das hört man mir so, diese Numbers. Blass Unterschiffe da und dann gehen die alle irgendwie im Hafen oder bei Jungfernfahrt da drüben irgendwie unter. Das ist. Aber ja, na klar, wenn alle so sagen, ja, unsinkbar und dann. Weiß nicht, ob das glaubt, das sind irgendwie Scherze, dass sie da jetzt untergeht. Keine Ahnung. Das ist halt hart. Also ist es, glaube ich, nicht bestätigt, aber ich habe mal irgendwo sowas gelesen. Aber ihr kennt das Internet, das meiste, was da drin steht, ist wahr. Genau, das hat Albert Einstein schon gesagt. Genau. Ja, ich würde sagen, wollt ihr noch irgendwas loswerden zu der Romanze? Weil ansonsten. Nee. Oh nein, bitte. Nee, muss nicht sein. Okay. Dann, wir haben den heimlichen Star jetzt schon öfters genannt, aber ich glaube, wir sollten uns mal um den heimlichen Star des Films jetzt endlich kümmern, nämlich Eddie Eisberg in seiner einzigen Rolle bislang, aber er hat Eindruck hinterlassen. Wobei ich sagen muss, ich war überrascht,
wie gefühlt winzig dieser Eisberg ist. Weil er ist ja wirklich plötzlich da. Ja. Und er wurde schon gesagt, sie haben keine Ferngläser und es ist dunkel, weil Überraschung, es war Nacht. Und dann kommt dieser Eisberg. Also die Augen zu gehabt, deswegen. Genau. Ich dachte halt immer, das ist so ein Riesenvieh. Und natürlich ist das ein Riesenvieh, aber so, es wirkt für mich zu Beginn nicht wie eine Gefahr. Das wirkte auf mich, als dieser Eisberg da auftaucht, einfach so, ja, da fall durch. Es ist halt auch dieses Gefährliche. Jetzt will ich sehen, wie das du von da mit der Titanic durch den Eisberg fährt. Ja. Ich hätte einfach gesagt, tut vorne ein Typ mit dem Feuerzeug, der macht dann vorne das ein bisschen warm und dann geht das da durch. Ja, das Gefährliche an dem Eisberg ist halt, du siehst, also ich glaube immer, also die schauen oben schon auch groß und gewaltig. Also ich glaube, die wirkliche, also wie breit das die sind, also was halt unter der Oberfläche ist, das, was du nicht siehst, das ist halt eben die Gefahr. Weil, und ich glaube, das war auch hier so, ich glaube, der Eisberg, also das, was man vom Eisberg über Wasser gesehen hat, war halt schmäler als das, was unten war. Es sind immer so mit 10% vom Eisberg über Wasser und die restlichen 90% wie über Wasser. Unter Wasser, ja, das ist halt das Problem dabei. Ja, deswegen schaut unscheinbar aus, ist es aber nicht. Und sobald sie diesen Eisberg rammen, ist es bei mir so, jetzt tut doch was. Ich weiß doch, wie es ausgeht. Und das ist das Geile daran. Du weißt, wie es ausgeht. Das wird dir mal als Kritikpunkt auch gerne angesehen. Aber das sorgt für mich, bei mir zumindest, dafür, dass ich wirklich panisch so, ihr müsst doch jetzt wirklich was tun, Leute. Ich meine, bei mir war es immer, wisst ihr nicht, was passiert? Bei mir war es immer nur so im Kino, wenn die da immer nur so mithoffen, so quasi, dreh ab, geh nach links, mehr, du fieberst selber nur mit. So quasi, ja, ihr schafft es, ihr kommt so drauf vorbei. Und du weißt aber genau. Ihr seid echt aus Kurs, das ist. Wisst ihr, wen sie als Captain hätten anheuern sollen? Nicht Theoden vom Herr der Ringe, sondern Vin Diesel. Ja. Der wäre durchgebrettert. Da wäre die Familie dann aus dem Boot gesprungen und hätte das Boot eigenhändig auf den richtigen Kurs geschoben mit der Macht der Familie. Definitiv. Ja. Die Dodge Charger Titanic. Ja. Jetzt will ich das sehen im nächsten Fast and Furious, wie die ganze Familie das Boot auf richtigen Kurs schiebt. Wie gesagt, wenn die Katastrophe beginnt, dann ist das für mich ein atemberaubender, famos, noch besser als zuvor inszenierter und eindringlicher Katastrophenfilm, der mal mit Imposanz, mal aber fast schon mit einer perfiden Kleinigkeiten mir wirklich den Atem raubt. Also so Situationen, wenn diese erste Klasse Passagiere das so abtun nach dem Motto, Dienste, mach mir mal bitte einen Tee, wenn ich gleich wieder reingehe in die Kabine, möchte ich einen haben. Die fühlen sich eher so und gestört, man denkt so, man kann doch nicht so weltfremd sein. Alle reden so vom Ende der Welt nach dem Motto, wir werden alle sterben und die dann so, ja, aber vorher hätte ich gern Brandy. Nee, die wissen das halt alle noch nicht. Das ist ja das Problem. Die wissen dann nicht, was los ist und dass in der Stunde das Ding da unten ist. Ja, sie wollen es ja nicht wahrhaben. Also selbst wenn sie dann ihnen halt auf sie eingeredet wird, dass es halt so passiert und dass das Sache ist, sind sie halt auch so, also so eine Art so, warum sollte mir das passieren? Also ich bin ja viel zu reich oder was auch immer, viel zu wichtig, dass ich da jetzt auf diesem Schiff sterbe und untergehe. Ja, ich finde. Womit sie dann auch recht hatten teilweise. Ja. Also das fand ich einmal gigantisch, wie ignorant das die da waren und dann hier noch, da hat die Band noch gespielt und sie wollten noch Champagner und es gab noch Häppchen und so weiter. Aber auch, also wirklich diese Inszenierung von dem Untergang, also das ist filmisch immer noch eins der besten, was ich gesehen habe. Und ich mag diese Einstellung und ich liebe diese Einstellung. Und wenn du, also das Schiff ist schon ein bisschen in Schräglage, also noch nicht so viel. Und sie schießen, glaube ich, noch so Leuchtraketen ab. Also ob es jetzt ein Feuerwerk zur Unterhaltung ist oder Leuchtraketen, um eventuelle Schiffe sich bemerkbar zu machen, weiß ich nicht. Und dann siehst du quasi so von weit oben, also ziemlich weit weg und von weit oben dieses Schiff und dieses Feuerwerk. Und du siehst halt einfach mal in diesem Atlantik, da ist keine Menschenseele, da ist nicht mal ansatzweise irgendein Punkt und du denkst halt, okay, die sind hier komplett alleine in diesem eiskalten Wasser. Und den Shot fand ich halt schon immer großartig, damals schon und heute auch noch. Also da gibt's ganz viele so einzelne Momente, die einem wirklich dieses Gefühl offenbaren, wie aussichtslos diese Lage eigentlich ist. Und das ist eben das in Anführungszeichen genial daran, du weißt halt, wie aussichtslos diese Lage ist, aber wer es halt nicht weiß oder noch nicht registriert hat, sind halt unsere zwei Helden. Und ich finde halt, dass aus
Rose und Jack spätestens dann nicht mehr nur ein romantisches Paar ist, sondern sind es halt zwei Helden, die um das Überleben kämpfen. Und auch da macht Cameron erstaunlich wenig Gefangene. Es gibt zum Beispiel diese Szene, wenn sie da diesen kleinen Jungen da treffen unter Deck und der halt weint und sie versuchen ihn irgendwie mitzunehmen, dann kommt der Vater aber und läuft direkt in Wassermassen rein. Und man muss sich dann immer vor Augen halten, wie bedingungslos das ist. Das habe ich jetzt schon ganz oft gesagt, aber auch in der Tragödie ist dieser Film bedingungslos, weil ich kann mir nicht anders helfen, aber ich bin mir sehr sicher, ganz viele andere Regisseure hätten immer noch so Hoffnung schimmern gelassen. Aber bei Cameron ist das nicht der Fall. Also ich weiß noch, bei meiner ersten Sichtung, irgendwann war mir klar, einer wird es schaffen, aber nicht beide. Ja, wie gesagt, ich finde auch, so der Film hat absolut kein Erbarmen für irgendjemanden und er ist halt auch einfach hart. Auch, also was du gesagt hast mit dem Jungen und seinem Vater da, oder auch wenn sich das Schiff dann aufstellt, wie die Leute halt einfach wie so fliegen, ins Wasser klatschen und einfach da runterfallen. Ja. Oder auch wie sie dann zurückkommen und du einfach nur so ein Meer aus Leichen, aus erfrorenen Frauen, Männern, Kindern da, so durchfallen und sie versuchen mit dem Paddel Leute anzuschauen, ob sie noch leben. Und so, das ist einfach, also es sind keine schönen Bilder, schön inszeniert. Das ist schön gesagt. Was ich halt einmal merke, ist diese Wucht und diese Gewalt, wo halt dieses Wasser holt. Das ist halt einfach, du kannst es halt nicht aufhalten. Das fließt halt einfach dann von Deck zu Deck, von Meter zu Meter. Und das ist halt eine Wucht und wie schnell das dann auch vonstatten geht. Und du kannst es halt einfach nicht mehr stoppen. Es ist wirklich so, wenn du der Andrews das sagt, ist es jetzt egal, was wir tun. In einer Stunde ist hier alles nicht mehr da. Genau, und ich finde, wie gesagt, das finde ich auch alles, habe ich schon ein paar Mal gesagt, jetzt, und das möchte ich betonen, dass das Problem nicht die Inszenierung ist in diesem Film, sondern diese Story. Aber das hast du doch gar nicht erwähnt. Ja, ich weiß. Das finde ich auch alles echt, echt gut. Aber wie ich auch vorher gesagt habe, das ist dann halt, man stellt sich in das Schiff auf. 2,5 Stunden im Film, circa, kommt das hin? Irgend sowas, glaube ich. Und da war ich halt schon so angepisst vor allem von diesen ersten 1,5 Stunden. Das hat mich schon so genervt, dass das, vielleicht soll ich den Film einfach noch mal auf der Hälfte nochmal schauen und mir nur diese Katastrophe anschauen und das Ganze drumherum davor. Vielleicht hätte dann mehr Wucht, weil mir war es zu dem Zeitpunkt, war es mir halt einfach auch schon teilweise echt egal, weil ich mir gedacht habe, tut's einfach weiter, damit das vorbei ist. Ich will nicht mehr. Und das habe ich auch gemeint damit, dass es halt diese 3 Stunden, finde ich, alles, was danach, also halt irgendwie kommt, für mich halt irgendwie geschmälert haben dann, weil ich halt einfach nicht mehr wollte. Ich wollte nicht mehr weiterschauen. Es hat mich nur noch anzipft. Und ich habe einfach gehofft, dass es vorbei ist. Aber ich verstehe, dass diese ganzen letzten 1,5 Stunden einfach eine absolute Wucht haben, vor allem, wenn man die wahrscheinlich im Kino sieht. Und wenn man nicht da sitzt und denkt, sich hoffentlich ist es bald vorbei. Ja. Und es war immer noch eine Wucht im Kino. Also kann ich, also war echt, ja, das cool, dass ich es nur mit dem Kino gesehen habe. Ja, also das Einzige, was ich halt sagen muss, genau wie Theresia, habe ich ihn jetzt bei der beim zweiten Kinosichtung in 3D gesehen müssen, weil das nicht anders machbar war. Und das 3D hat mich nicht gestört, aber ich habe da jetzt auch keinen Mehrwert drin gesehen. Gebraucht hat es nicht. Das kann man vielleicht sagen. Ja. Genau, also Titanic braucht die große Leinwand, das glaube ich wirklich, aber es braucht nicht die Tiefe der Leinwand, ja. Das ist, braucht es nicht. Das glaube ich halt sofort, ich weiß halt auch nicht, ob ich bereits bin halt irgendwie, weiß nicht, 15 Euro oder so bei 3D und Überlänge, bist halt dann bald bei 15, 20 Euro, ich meine, für Babylon dann habe ich 20 Euro zahlt fürs Ticket. Da weiß ich halt nicht, ob ich für Titanic bereit bin, das auszugeben. Ey, bei uns hat's, also ich musste nur 11 Euro zahlen. Okay. Also hab mich echt gewundert, ich habe auch mit mehr gerechnet, aber es waren nur 11. Ich war ja, überrascht. Die Frau ist echt okay, ja. Vielleicht hat das irgendwie falsch eingegeben. Ich habe keine Ahnung. Laut Kino-Website sollte ich 12 Euro bezahlen und dann kam noch irgendwie eigentlich an der Kinokasse statt noch 1,50 Euro Überlänge dazu und weil ich keine 3D-Brille hatte, nochmal 1,50 Euro dazu. Deswegen war es dann doch mehr. Die 3D-Brille aber, hatte ich noch. Gut. Ja, ich nicht mehr tatsächlich. Die liegt übrigens gerade hier und ja, danke für gar nichts. Ja. Okay, worüber wollt ihr noch reden, wenn es jetzt um die Katastrophe an sich geht? Und nein, ich habe jetzt nicht die Tür gemeint, der müssen wir, glaube ich, ein einzelnes Segment widmen. Ja, okay. Also ich glaube, ansonsten von der Katastrophe habe ich, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen wollte zum Untergang an sich. Ich glaube, also... Nochmal, Katharina, zur Verständnis, mit Katastrophe meine ich nicht die gesamten Türen. Ja. Nur die Sequenz.
Ja, sie haben sich, glaube ich, schon an sehr viel Reales halt gehalten, eben wie das halt die Band bis zum Schluss gespielt hat. Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass es wirklich schwer ist für die Leute, die diese Schiffe da bereit machen, um die Passagiere zu retten, dass die Massen zurückhalten mussten oder auch, dass die am Anfang diese Boote nicht voll gemacht haben. Das entspricht auch der Wahrheit. Was ich einmal erfahren habe, ist, dass wirklich unklar ist, was mit dem Kapitän wirklich passiert ist. Ich finde, was Cameron macht, fand ich ganz gut. Das fand ich auch so stark, weil du halt, als er dann wirklich registriert, es gibt kein Zurück mehr, ist er ja wirklich gar nicht mehr dieser der ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Ehrenvolle Kapitän, der ist komplett apathisch. Sondern, ja, komplett apathisch und ich glaube tatsächlich, dass er sich dann auch wirklich nur noch flüchtet. Und ich bin mir nicht sicher, ob er weiß, was ihm bevorsteht, aber ich glaube, er sieht keinen anderen Ausweg. Das ist ja quasi schon so eine Art Selbstmord. Und da muss man auch sagen, es ist ja nicht der Einzige. Es gibt ja wirklich, ich würde glaube, drei Selbstmordszenen in diesem Film. Einmal halt der Kapitän, dann dieses ältere Ehepaar, was so umschlungen im Bett liegt. Und du siehst das Wasser, wie es reinkommt. Und dann halt auch noch diese Szene mit dieser Mutter, die ich gerade eben schon mal erwähnt habe, und ihren zwei Kindern, die wir halt in der Form immer mal wieder kurz gesehen haben, die ihren Kindern eine Geschichte vorliest, während das Wasser. Und die Szene, die killt mich jedes Mal. Mich auch. Das ist vor allen Dingen auch noch in Verbindung mit der Musik. Heftig. Das ist dieses letzte Lied, was die Band spielt, und das treibt mir jedes Mal die Tränen in die Augen. Es tut mir leid, Kathi, auch wenn du es lächerlich findest, aber die Szene macht mich jedes Mal fertig. Mich auch. Also ich weine bei Titanic, nicht bei der Romanze, also nichts, was mit Jack oder Rose zu tun hat, das geht mir auch zu Herzen, aber die Tränensäcke malträtieren mich wirklich, wenn es ums Sterben geht. Also das kann ich absolut verstehen, dass man da am Schluss auch diese Szene mit der Mutter und zwei Kindern, das ist schon echt hart, wie gesagt. Ich war damals einfach schon so, ich will nicht mehr, dass ich halt die schon... Die hat einfach gar nichts mehr gewirkt, ne? Also keine Emotion mehr. Das war eigentlich so, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich halte das alles nicht mehr aus, um hier mal Sebastian Kurz zu zitieren, dass das für mich nichts mehr ausgelöst hat, aber mir einfach, weil ich schon so war, okay, ich sitze seit 2,5 Stunden da, es geht nicht mehr, aber ich verstehe, dass einen dass die Szenen sind, die einen mitnehmen, dass das ist, was dann einen vielleicht auch die Tränen in den Augen treibt, einfach weil das halt reale Schicksale sind, die auf realen Menschen vielleicht nicht genauso, aber zumindest teilweise halt beruhen. Und die da auf diese Titanic gestorben sind, vor allem halt die jetzt die, ich sage jetzt mal, nicht die Upper Class war. Mhm. Und das verstehe ich absolut. Leute, die dann aber bei dieser Romanze zwischen Jack und Rose weinen, das ist... Also da muss ich gestehen, da habe ich schon vor 25 Jahren nicht geweint, dass da der andere dann tot an dieser Tür hängt. Das war mir ziemlich wumpe. Darf ich vorstellen, Katharina, Theresia und Stu, das Teflon-Trio. Nee, also wirklich, also das fand ich jetzt bei Weitem also nicht so schlimm. Also da, also ich weiß noch damals, wo ich im Kino gesessen bin, vor 25 Jahren, da haben sie alle rundherum haben sie da Rotz und Wasser geheult, wo dann der, also Leo halt dann eben gestorben ist und ich habe gedacht, ja, mei. Aber wisst ihr, was bei mir noch dazu kommt, warum das so nahe geht? Weil ich könnte mir keinen schlimmeren Tod vorstellen als Ertrinken. Also, weißt du, wenn du erschossen wirst, hast du halt vielleicht Glück, Kopfschuss bist einfach aus. Aber ertrinken stelle ich mir wirklich grausig vor. Ich glaube, es ist bewiesen, dass Ertrinken, also ich weiß nicht, ob ich beweisen kann, aber ich glaube, es wird so angehen, auch vermuten, was das Ertrinken so der schlimmste Tod einfach ist. Die Frau macht mir immer mehr Angst. Wobei einfach, also man muss jetzt sagen, der Großteil von den Leuten ist halt dann im kalten Wasser erfroren. Was ich auch nicht geil ist. Nee, aber ich glaube, das ist noch etwas, also du schläfst halt einfach ein und wärst nicht mehr wach. Also ich glaube... Sorry. Einmal mit Profis arbeiten, sorry. 49,30. Genau, also der Großteil ist ja quasi da ertrunken oder erfroren, was halt also auch nicht angenehm ist, aber ich glaube, ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt merkst du das nicht mehr. Du wirst dann einfach müde und denkst dir, ich schlafe jetzt mal, also ich mache jetzt mal kurz die Augen zu und dann wirst du halt einfach nicht mehr wach. Einen Selbstmord hast du vergessen, nämlich der Offizier, der sich erschießt. Ja, aber der schießt dieses Feige. Das geht ja schnell vorbei. Das zieht. Ja. Ich meine noch richtige Badass-Selbstmorde und zwar sich ertränken. Okay. Das ist richtig. Nee, und also das, da wurde ich einmal, glaube ich, auch schon erzählt gehabt, also da, wo das damals die Familie gesehen hat, die Nachfahren, also von dem Mr. Murdoch, glaube ich, hieß der, die haben gesagt, nee, das kann nicht so passiert sein. Also
kann sein, dass das jetzt nicht so real passiert ist, wie es jetzt hier dargestellt wird. Also zumindest hat sich die Familie immer gegen diese Darstellung gewehrt. Ja, das kann natürlich sein. Also das ist auch die Szene, die ich nicht unglaubwürdig finde, aber die auch irgendwie unpassend finde. Ich weiß nicht, die passt tonal da nicht rein. Die kriegt mich auch tatsächlich nicht so. Aber sei es drum. Was ich auch noch ganz toll finde, ich springe mal ein bisschen nach der Tür. Wir kommen zur Tür, keine Sorge, wir kommen zur Tür. Aber der Film beginnt ja mit diesen gespenstischen Szenen unter Wasser, mit diesem Roboter. Und ich finde, er endet auch quasi mit gespenstischen Szenen. Nämlich halt, wenn du halt diese erfrorenen Leichen siehst. Und ich glaube, Theresa, du hast mir das erzählt, dass bei deiner Sichtung, da hattest du das große Glück, so zwei Damen in deiner Reihe sitzen zu haben, die ganze Zeit darüber gelacht haben. Und ich weiß nicht, wie man darüber lachen kann. Also selbst wenn man wie Kati nichts mit dem Film anfangen kann, was ja okay ist, aber wenn du da diese erfrorenen Leichen siehst, mit einer Mutter zum Beispiel, die ihr erfrorenes Baby auf den Arm trägt, das so grausam. Die haben halt da schon angefangen zum Lachen halt. Also, das muss ich leider vorgreifen, bei diesen ganzen Türszenen. Also, wenn halt dann Leo sagt, Kate, du musst dich, also Rose, du musst dich retten, du musst das Leben leben, und er friert das so nachher dann halt, wo Rose dann halt da so drauf liegt, dieses Lied summt und du schon merkst, okay, er ist jetzt tot, und wo sie dann ständig versucht, ihn zu wecken, das fanden die halt irgendwie so lächerlich. Ich weiß nicht wieso, die haben sich gar nicht mehr eingekriegt. Die waren in einem Lachflash drin und haben das nicht mehr abstellen können. Und ich hätte sie halt am liebsten zum Mond geschossen. Ich würde mal behaupten, die waren 14, 15, 16. Aber kann sein, dass die halt dann keine Ahnung, vielleicht haben die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr, um so einem Film folgen zu können. Ich habe keine Ahnung, auf alle Fälle fand ich das halt störend. Das will ich jetzt stark mal zurückweisen. Ja, auf alle Fälle, also ich fand es halt störend, und vor allen Dingen, also ich finde, also an der Szene, an der Stelle ist es auch unangemessen, weil es ist wirklich, wenn du denkst, es muss ja wirklich so gewesen sein, da waren mehr aus Leichen da drumherum, und die haben am Anfang alle laut geschrien, und dann wurde es halt immer leiser und leiser, weil halt kein Boot zurückgekommen ist, um die zu retten. Und es ist halt wirklich auch wieder krass, wenn dann die alte Rose dann wieder diese Zahlen halt nennt. Du hast hier 1500 Passagiere, die im Wasser sind, 20 Boote, und niemand kümmert sich um die. Sechs wurden, glaube ich, gerettet aus dem Wasser. Ja. Ne? Ja. Sechs von 1500, und das ist jetzt nicht sehr viel. Ich bin in Mathe vielleicht nicht gut, aber das weiß ich. Ja. Okay, also, wir müssen drüber reden. Okay, pass auf, Die Tür. Bevor ich das sage, ich finde den Shot unglaublich toll, wie DiCaprio untergeht. Das ist ein unglaublich schöner Shot, auch wenn er sehr tragisch ist. Das vorweggenommen. Also, wer es nicht weiß, jeder weiß es. Es endet damit, dass Kate Winslet und DiCaprio da im Wasser sind. Es ist sehr kalt, Nordatlantik, wer hätte es gedacht? Und er rettet sie auf eine Tür und paddelt dann so nebenbei. Und irgendwann ertrinkt er halt oder erfriert. Er friert. Und da gibt es halt diese Diskussion, aber da wäre noch genügend Platz gewesen auf dieser Tür. Jetzt hat James Cameron nach 25 Jahren gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiß-Explosion und hat mit Stuntmännern, Physikern, Astronomen, Gastronomen und vermutlich ein paar Philosophen, was weiß ich, auch noch irgendwie bewiesen, Leute, es wäre nicht möglich gewesen. Naja, das stimmt nicht ganz so. Ja, pass auf. Ich sag dir einfach meine Meinung dazu. Ja. Dann könnt ihr gerne darüber machen, was ihr wollt. Ich bin diese Diskussion einfach leid, und zwar nicht erst seit heute. Sie geht mir so am Arsch vorbei. Ich finde, diese Tür ist sehr groß, aber sie ist nicht so groß, wie sie immer gemacht wird. Sie ist aber auch nicht so klein, wie James Cameron sie gemacht hat. Es ist vollkommen, oder mir ist es vollkommen egal. Ich mag das Ende, ich mag die Tragik daran. Ich finde, es ist gut so, wie es endet. Oder auf diese Reduzierung, auf diese Diskussion mit dieser Tür. Ich finde sie nur noch furchtbar. Das geht nämlich am kompletten Inhalt des Films vorbei. Und jetzt könnt ihr gerne über diese Tür reden, wie ihr wollt. Wisst ihr was? Mir ist die Tür scheißegal. Ich finde es so gut, wie es war. Feuerfrei. Ich bin raus. Ich würde auch nicht viel dazu sagen, weil also ich finde auch, der Film hat gut geendet. Also ich finde, das Ende ist gut gemacht, auch wenn es natürlich traurig ist. Und ich weiß auch nicht, warum. Also es gibt so viel an dem Film zu diskutieren oder darüber zu sprechen. Und ich habe es auch nie verstanden, warum er da jetzt hat Streitgespräche darüber führt, ob jetzt noch eine zweite Person auf dieser Tür Platz gehabt hätte oder nicht. Ich finde das sowas von unnötig und nervig. Und
ja, mehr möchte ich dazu eigentlich auch nicht mehr sagen. Also ich würde nur sagen, dass es da einen Twitter-Beitrag, glaube ich, auch dazu gibt. Oder zumindest gibt es ein Video, wo man sich das anschauen kann, wo James Cameron jetzt einen Haufen Versuche gemacht hat, mit wie hätten sie überleben können, wie nicht. Und dass es theoretisch möglich gewesen wäre, wenn sie zum Beispiel den Oberkörper, glaube ich, nur auf der Tür gehabt hätten und halt mit den Füßen gestrampelt. Keine Ahnung. Ganz ehrlich, so viel habe ich mich mit Titanic nicht beschäftigt. Es ist mir wert, mir dieses Video anzuschauen oder was auch immer. Ja, aber dann hätte der Leo überleben müssen, weil der hing ja auch nur mit dem Oberkörper dran und hätte strampeln können. Nein, ich weiß nicht, nein, also mit dem kompletten Oberkörper halt auf der Tür, dass die lebenswichtigen Organe nicht, also er ist ja komplett im Wasser mit dem Oberkörper und mit allen lebenswichtigen Organen, wenn die aber sich beide irgendwie auf die Tür halt zugehieft hätten, dass halt so bis zum Becken im Prinzip sie auf der Tür wären und dadurch halt die, weiß nicht, Herz, Lunge und so halt nicht im Wasser sind, wäre es vielleicht möglich. Was auch immer. Ich meine, wir haben schon am Anfang Angst, also am Anfang gesagt, dass die zwei das wahrscheinlich nichts mit denen geworden wäre. Hätten sie beide überlebt und hätten sie ihr Leben in New York irgendwie oder wo auch immer angefangen in Amerika. Ich bin eigentlich rothaarig. Oh, na dann bleib ich. Es war die einzige Möglichkeit, diesen Film zu beenden, ohne dann irgendwie darauf eingehen zu müssen, schaffen sie es danach oder schaffen sie es danach nicht. Dann hätten wir nochmal eine Stunde hinten dran gehabt, das hätte ich gar keinen Bock gehabt. Also, ja. Wenn sie Platz gehabt hätten, ja, keine Ahnung, es ist... Ich meine, ich habe es gerne mal fast probiert, irgendwie zu beweisen. Hätte sich vielleicht überlegen sollen, bevor der Film dran hat, wie groß er die Tür macht. Ja, also ich finde diese Diskussion... Also die hat irgendwann echt alberne Züge angenommen. Und es sind, also es gibt ja wirklich Leute, die sich darüber aufregen. Ich finde, wie gesagt, es geht am Thema vorbei. Dann gibt es andere Filme, da kann man sich über andere Sachen aufregen. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir das Thema Tür jetzt hier mit ad acta gelegt haben. Wenn ihr über die Tür reden wollt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren tun. Wir werden euch nicht daran hindern. Wir würden euch aber auch nicht daran befeuern. Und ich glaube, wir könnten hier auch quasi einen Schlussstrich ziehen, außer Katharina möchte zugeben, dass Titanic doch ein ganz toller Film ist. Nein, ich habe noch eine Frage. Und zwar, wie oft kann man ein Lied in einen Soundtrack packen? Oh, dazu folgendes. Ich habe ja, wie gesagt, vor dem Kinobesuch vor ein paar Wochen die Movie Virgins auf Movie Rack mit dir und meinem werten Kollegen Kühne gehört. Und ich war auch der Meinung, dass dieses My Heart Will Go On, also das ist ja das Titelthema des Films, relativ häufig zu hören ist. Fand ich jetzt aber gar nicht. Ich finde, das ist einfach das Liebesthema. Jedes Mal, wenn es halt wirklich was Romantisches gibt, dann läuft das. Ja, das ist eineinhalb ganz Stunden am Anfang und dann kriegen wir eine Tür. Also ungefähr zwei Stunden. Es kam zwischendrin immer mal wieder. Das war nachher auch noch ein, also kommt, war nachher auch noch ein Punkt, warum die Mädels ständig gelacht haben, wo ich mir gedacht habe, ja, ist gut, ich hab's verstanden. Also natürlich kommt das halt oft vor, aber es ist nicht so, dass sie das alle drei Minuten ins Trommelfell gejagt wird. Und das muss ich auch noch sagen, ich mag den Song nicht. Einfach weil Celine Dion nicht die Musik macht, die mir zusagt. Aber das Thema an sich, die Melodie, ist großartig. Also der Soundtrack allgemein, ich bin kein Soundtrack-Typ, aber der Soundtrack zu Titanic ist super. James Horner, Gott hab ihn selig, übrigens gestorben bei einem Flugzeugabsturz. Ist vielleicht mit einer seiner besten Scores. Ja, also das würde ich jetzt auch noch sagen, wenn es jetzt Katie oder du nicht angesprochen hätten, den Soundtrack. Ich liebe den Soundtrack. Also ich habe, glaube ich, damals zwei CDs gekauft. Da gab es zwei CDs und die zweite mochte ich sogar noch lieber, weil da waren halt auch die Lieder drauf von dieser irischen Party, die unter Deck stattgefunden hat. Die Lieder fand ich heute wie damals immer noch großartig. Die CD habe ich rauf und runter gehört. Also wirklich der Soundtrack, und der passt auch immer so gut und schon allein das, wenn sich auch dann diese Titanic von dem Wrack zu dieser Jungfernfahrt so wandelt, so finde ich den Soundtrack einfach on point, also wirklich großartig. Gut, zum Abschluss habe ich noch zwei individuelle Fragen. Einmal an die Kati und einmal an dich, Theresia. Und mit Kati, mit dir fange ich an. Juhu. Könntest du dir vorstellen, in 25 Jahren, wenn dich deine gute Freundin Theresia einlädt, Titanic im Kino zu gucken, würdest du es machen? Wärst du neugierig oder würdest du ganz klar sagen, das war vor 25 Jahren scheiße als Video on Demand, das wird auch auf der großen Leinwand 25 Jahre später scheiße sein? Also,
die Therese hat es ja schon geschafft, mich zu Crazy Stupid Love zu überzeugen. Du wusstest aber erst, als er erschienen ist, dass Ryan Gosling mit dabei ist. Nein, ehrlich. Ich wusste davor, dass Ryan Gosling da mitspielt. Ich wusste auch, dass er die Hauptrolle da spielt. Und ich wusste auch, dass es, also welche Kerbe dieser Film schlägt. Und sie hat es trotzdem geschafft, mich irgendwie so zu überzeugen, diesen Film mit ihr zu schauen. Bei jeder anderen Person hätte ich wahrscheinlich Nein gesagt, weil die Therese schafft es wahrscheinlich, mich in dieses Kino zu schleppen. Also haben wir ein Date in 25 Jahren. Ja, genau. Aber du zahlst. Okay. Okay. Theresia, glaubst du, dass sich deine Sicht auf den Film Titanic 25 Jahre nach der Erstsichtung gravierend geändert hat? Nee, also kann ich kurz beantworten, hat sich nicht. Also ich fand den Film damals toll, ich finde den Film jetzt immer noch toll. Wie gesagt, ich habe jetzt bei der Zweitsichtung sind mir jetzt ein paar Sachen mehr aufgefallen. Also bestimmte Personen, wo man schon gesagt haben, dass die immer wieder vorkommen. Ich habe, glaube ich, auch den Typ, der im Heizkessel ist, der hat es auch geschafft. Das hat mich dann auch gewundert. Den habe ich nämlich nachher dann auch auf dem Rettungsschiff gesehen und nachher dann auch auf der Carpathia. Da sind mir jetzt ein paar Sachen mehr aufgefallen, aber im Grunde finde ich den Film immer noch großartig. Gut, dann die letzte Frage, die gerne an mich geht. Stu, wie fandest du diesen Podcast? Ach, ich fand den eigentlich ganz okay. Dafür, dass wir kein Konzept hatten, außer lassen wir über Titanic reden, weil er wieder im Kino läuft, haben wir es dann doch ganz gut geschafft. Wir haben fast eine Stunde durch. Und damit beende ich das Ganze jetzt hier. Unsere, ja, war es eine Jungfernfahrt? Ich glaube nicht. Egal. Es war auf jeden Fall schön, mit euch über Titanic zu reden. Ja, das geht auch an dich, liebe Katharina. Ebenfalls. Ja, die menschgewordene Titanic des Filmgeschmacks. Gut. Wie gesagt, wenn ihr eure Meinung zu Titanic habt, dann ist das schön. Dann könnt ihr die gerne mit uns teilen in den Kommentaren. Ihr könnt auch gerne eine positive Wertung uns geben. Das würde uns auch freuen. Ansonsten glaube ich, macht, was ihr wollt. Ihr seid Menschen, nur guckt, auf welches Boot ihr steigt. Das können wir euch mitgeben. Und damit sind wir raus. Ich sage tschüss, dann darf die Theresia tschüss sagen und dann die Katharina. Tschüss. Ciao, danke fürs Zuhören. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.